Hallo, ich bin Sabrina aus der Antenne Niedersachsen Moin Show. Das ist mein bezaubernder Kollege Nils Christoph. Moin. Wir sitzen hier in der Altstadt von Hannover in einem schönen, schnuckligen Café, ganz in der Nähe des Ortes, wo Fritz Haarmann gelebt und eben auch, ja, sagen wir es mal, gewütet hat. Und ihr wisst, worum es geht. Es geht um unseren neuen Podcast über Fritz Haarmann. Und der Mann, der dahinter steckt, hinter diesem Projekt, das ist Nils. Vollkommen richtig. Du hast es gehört, ne? Das, ich hab's gehört. Find ich gut, hat's dir aber auch gefallen. Das hat mir megamäßig gefallen. Also, natürlich wusste ich schon ein bisschen was über Fritz Haarmann, aber mir hat es gut gefallen, auch ein bisschen mehr über die Zeit zu hören. Und ich mag es, dass es ein Hörspiel ist. Also, dass ganz viele Stimmen auftauchen und dass man der Geschichte ein bisschen folgt wie im Fernsehen, nur dass ja, das Kino im Kopf halt stattfindet. Vielleicht habt ihr auch die erste Folge schon gehört, wenn es gut gelaufen ist. Und es hat natürlich auch eine Riesenfreude gemacht, wenn man die Arbeitskollegen so ein bisschen einbinden kann. Und alle hatten wirklich unglaublich viel Spaß bei der Sache. Gut, aber davor war ja erstmal die ganze Vorbereitung. Ja. Wie bist du denn da überhaupt rangegangen? Also hast du dir irgendwie aus der Bücherei alle Bücher geholt? Oder? Ja, so ähnlich. Ne? So als Hannoveraner wusste ich, ohne jetzt irgendwelche Führungen mitgemacht zu haben, so die wichtigsten Dinge, die man halt so kennt, wenn man hier aufgewachsen ist. Ne? Wie er aussah, dann wo er gelebt hat, hier in der Altstadt und dass der halt Homosexuelle umgebracht hat und dass der, was man sich ja immer erzählt hat, dass er Wurst aus seinen Opfern gemacht hat. Ja. Was ja, wie sich herausstellen wird, vielleicht so war, vielleicht aber auch nicht. Oh, hör mir auf. Aber natürlich, und sobald man sich dann so ein bisschen reinliest, es gibt ja so ein paar Bücher, zu denen werde ich auch dann später nochmal was sagen. Es gibt ja noch 4 weitere Folgen und da werde ich vielleicht euch auch noch mal erzählen, welche Bücher ihr auch nachlesen könnt, ja, wenn es euch interessiert. Ja, aber dann habe ich angefangen zu lesen und auf einmal hat so ein Blumenstrauß tat sich da auf, weil es nämlich viel mehr Facetten gibt, die einfach unfassbar spannend sind. In diesem ersten Teil habe ich mich ja so ein bisschen fokussiert auf die Altstadt, auf das Leben hier in Hannover, was ja völlig anders war. Ne? Ja, das fand ich vor allem spannend, weil da hat man ja keine Vorstellung davon. Klar kann man jetzt sagen, das ist doch noch keine 100 Jahre her, aber alleine was da passiert ist. Mein Sohn ist jetzt 9. Ja. Wenn ich dem sagen würde, du, da lief ein Mörder in der Altstadt rum, würde der zu mir sagen, und warum hat man dem nicht irgendwie einen GPS-Tracker verpasst und hat ihn so hops genommen? Also die Altstadt vorneweg ist ja was ganz anderes gewesen als jetzt. Ne? Also es war ja vor dem Krieg und ich war mal vor ein paar Jahren im Historischen Museum Hannover und da gab es auch eine Ausstellung zum alten Hannover. Da hat man so von Privatleuten Fotos gesammelt. Und ich habe diese Stadt nicht wiedererkannt. Also klar, war ja viel zerstört in Hannover, aber auch gerade in der Altstadt, das sind ja Teile, die gibt es gar nicht mehr. Und ich musste jedes Mal gucken, so, wo ist deine Sichtachse, wo befinde ich mich da eigentlich? Und da hatte ich immerhin schon mal so ein Bild, dass diese Stadt eigentlich ganz anders war. Wenn man jetzt ja diesen ersten Teil gehört hat, dann weiß man ja auch, dass Hannover da, gerade die Altstadt, ein sehr ärmliches Viertel war. Die Menschen mussten halt um ihr Leben halt kämpfen, auch aus dem bürgerlichen Milieu musste man zusehen, wie man zurechtkommt. Und da hat mir das Haarmann Graphic Novel, das Comic, ziemlich auch geholfen. Ne? Also, weil der Autor und die Zeichnerin es geschafft haben, halt diese Atmosphäre halt sehr dicht und sehr eindrücklich zu zeichnen. Das ist eine Schwarze-Weiß-Zeichnung. Wenn man halt von diesen engen Räumen spricht, ja, die Wände dünn wie Papier. Und das erzählt 15 Quadratmeter, 5 Leute haben da gelebt. Und eben auch gerade diese ärmlichen Verhältnisse sorgen ja auch dafür, dass man sich mit Leuten zusammentut, um die man vielleicht einen Bogen machen würde. Denn der Haarmann, der war ja Altwaren- und Altkleiderhändler. Ja. Wenn man da einen guten Kontakt hatte für einen dicken Pullover im Winter, das war nicht schlecht, egal wie komisch der war. Ja, weil es ja auch eben das Überleben der Leute gesichert hat. Ne? Geld war nichts wert, also musst du ja auch irgendwie gucken, wie du halt überlebst. Und da gab es halt Fleisch, es gab Kleidung und das ist so das Surrounding, das ist so die Umgebung, in der sich halt Haarmann befand in der Zeit. Und ja klar, die Frage ist ja auch, kann das halt irgendwie auch ursächlich sein für das, was er dann getan hat? Mhm. Das ist nie monokausal. Also am Ende ist nicht die Antwort nein. Ja, weil sonst müsste ja jeder, der in dieser Zeit hier in Hannover in der Altstadt gelebt hat, auf komische Ideen gekommen sein. Wo kriegt man Fachleute her? Also gibt es Menschen irgendwo in Niedersachsen, die sagen, dieses Thema fasziniert mich seit so vielen Jahren, ich bin hier Experte. Ja, ich grüße an dieser Stelle alle Hobbyhistoriker aus dem Historischen Seminar Hannover, wo auch immer. Also es gibt sehr viele Leute, die sich seit Jahren persönlich auch mit dieser Thematik beschäftigen. Das hat mir auch ein bisschen Sorge bereitet, ne? Weil die Leute auch seit 30, 40 Jahren sich damit beschäftigen und jetzt komme ich um die Ecke und mache hier einen Podcast und dieser sagen, was erzählt er da? Aber ich hoffe mal, dass es denen auch gefallen wird. Klar, googelt man erstmal, ein paar Leute kennt man halt auch, wie halt zum Beispiel den Dr. Götting, der das Polizeimuseum in Nienburg leitet. Übrigens auch immer eine Reise wert. Ja, und da will man zum Beispiel die alten, ich glaube, ein Käfer steht da, ne? Ja, vorne beim Reinkommen und man darf sie auch aufs Motorrad setzen und mal anmachen. Ja, also es lohnt sich tatsächlich. Also das sind sehr viele Exponate und da im Hintergrund gibt es auch eine Haarmann-Ausstellung, wo man ja auch dieses Beil
ob es das ist, das ist ja jetzt nun auch, weiß man ja noch nicht, aber das liegt da in der Vitrine und ist auch halt eben Fachmann, gerade was so die Polizeiarbeit damals anging. Es gibt den Historiker Dr. Keiler, der sich auch lange damit beschäftigt, auch ein Hamann-Experte ist, auch sich mit Serienmördern beschäftigt. Beim LKA habe ich ja den Carsten Schütte auch getroffen, der ja Profiler ist beim LKA. Und klar, in der ganzen Recherche stößt man halt auf die Angehörigen der Opfer. Das ist, glaube ich, auch hart, weil man befasst sich ja immer mit Fritz Hamann und der hat ja schon eine gewisse Faszination. Ja. Und ich meine das nicht positiv. Auch das Morbide hat ja eine Faszination. Aber man vergisst immer, dass dahinter ja Familien und Angehörige stecken. Exakt. Also da wird es dann auch noch im fünften letzten Teil, das kann ich schon mal verraten, wird es auch mehr auch um die Opfer gehen. Und auch die Rolle, wie in der Stadt mit denen umgegangen ist, wie deren Sichtweise ist auf das Ganze. Weil am Ende dreht sich ja mal alles nur um Hamann. Mhm. Aber er hat ja mindestens 24, das ist ja das, was halt eben dann, er ist für 24 Morde verurteilt worden. Aber alle gehen davon aus, dass es deutlich mehr waren. Ne? Mhm. Oftmals verschwinden diese Namen, diese Menschen hinter dieser Person Hamann, die dann ja so ein bisschen auch als Stars, würde ich jetzt nicht sagen, aber so als Faszinosum verkauft wird. Also das heißt, du wirst uns auch in diesem Podcast nochmal mit den einzelnen Opfern etwas mehr zusammenbringen. Ja, das kann ich ja sagen. Also ich treffe halt auch einen Angehörigen. Der seinen Onkel verloren hat und der auch lange Zeit sich mit der Stadt auseinandergesetzt hat, wenn es um bestimmte Dinge geht, wie halt Hamann auf der Straße verkauft worden ist oder wie man mit ihm, mit dieser Figur Hamann umgeht. Wie man sie heute noch auf Kalender druckt für die Stadt Hannover. Auch noch Teil sein. Ja. Dann, also da, das, wie gesagt, das hat so viele, glaube ich, viele Facetten, dass ich am Anfang halt da vor diesem riesengroßen Puzzlestück Hamann irgendwie stand und dachte so, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Weil es geht, es ist dann halt doch sehr vielfältig und sehr vielschichtig. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Serie alles abdecken. Jetzt müsst ihr nur noch alles hören. Eine letzte Frage, wenn man sich so lange und so tiefgründig mit einem so bösen Menschen beschäftigt, beschäftigt einen das privat selber auch oder konntest du wirklich abends das Buch zumachen, dich umdrehen zu deiner Frau und sagen, sag, gute Nacht, wir schlafen jetzt? Nein, es ist ja bei dem Ding wirklich so, wir kennen ja von unserer Arbeit, man macht viele Sachen bei der Arbeit, aber oftmals 17.30 Uhr, 18 Uhr macht man Feierabend, dann ist Schicht. Das geht bei so einer Sache nicht. Ne? Mhm. Also du hast dann halt immer noch, du trägst dieses Hamann im Kopf mit dir rum. Ich konnte irgendwann selbst auch dieses Wort nicht mehr hören. Dann stehst du abends aber noch mal auf, weil dir noch irgendwas einfällt. So, ne? Und dann gehst du wieder zum Buch und dann schlägst du wieder nach und dann liest du wieder quer und nimmst das andere Buch, um dann die Daten abzuchecken und so ein bisschen so ein Bild daraus zu kriegen. Weil das Problem, was ich hatte, dass die Quellenlage auch nicht so eindeutig ist, teilweise sehr dünn. Es ist halt sehr viel Mutmaßung, es ist halt sehr viel Zeugenaussage einzelne. Da ist es natürlich sehr schwer, die Wahrheit da zu finden. Man muss sich da so ein bisschen entlang schlängeln. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächsten 4 Folgen. Das ist schön. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in 2-3 Wochen nochmal wieder. Denn ich denke, die eine oder andere Frage wird bestimmt noch auftauchen. Bestimmt.